Unterwegs zur Basis in Allmission. Du hast vergessen, und da sind wir auch schon wieder. Ja, absichtlich nicht. Okay. Gemacht, um einfach mal anders zu sein. Ach so, ja. Aber du verkackst es natürlich wieder. Mann. Ja, er muss es ja verkacken. Richtig. So. Da der Schnaps und der Kahin nicht da sind, was denen ihre Tops sind, muss ich das heute halt machen. Zu verkacken. Apropos verkacken. Willst du schon jetzt Witz wieder raushauen? Ja. Eieiei, ja, komm. Gehen zwei Eskimos noch heim, also fragt der eine, wo ist eigentlich dein Igloo? Sagt der andere, scheiße, ich hab's Bügeleisen angelassen. Oh Gott. Ja komm, der war schon wieder ein bisschen besser. Der war schon ein bisschen besser, ja. Ja, der war ein bisschen besser. Aber den habe ich schon zweimal gelesen, deswegen habe ich jetzt nicht gelacht. Ach so, okay. Ja. Für die, die sich jetzt wundern, warum ich jetzt, wir wollen jetzt gerade, wir sind immer noch mit dem Expandieren beschäftigt, deswegen werde ich die Schmelzöfen hier jetzt erstmal nicht abreißen, sondern ich werde es einfach mit Stein versorgen, dann kriegen wir noch mehr Ziegel. Aber ich sehe gerade, das ist gar nicht nötig, weil Ziegel einfach voll ist. Okay, ich mache gar nichts gerade. So, lass mal. Das lass mal. Wenn Ziegel voll ist, dann ist Mauer bestimmt auch schon wieder voll. Ja, aber ich befürchte, dadurch, dass wir unsere, bei unseren Expansionen immer so groß bauen, erhöhe ich mal, glaube ich, das Limit, weil ich glaube, da werden nur 1000 Mauern gebaut. Das reicht halt. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ja. Ich setze mal auf 3000. Ja, du darfst ruhig 5000 bauen. 5000, alles klar. Machen wir 5000. Oh, hier leuchtet's. Warum leuchtet's hier? Leuchtet. Nehme ich mit. Leuchtet's blau? Nee, es leuchtet grün. Leuchtet grün. Mhm. So. Dann komme ich doch gerade mal mit dem Versorgungszug nochmal hoch. Zack. Es leuchtet grün. Ja, das Uranfeld. Ach so, okay. Schon gewundert. Ah. Da sieht man jetzt mal so langsam das Auswirken eines, wie nennt sich die Karteneinstellung mit den Strecken, mit dem Zug? Hab schon vergessen, den Namen vergessen. Zugbauer? Streckenbauer? Weiß gar Zugwelt nicht. Zugwelt oder so. Ah ja, genau, Zugwelt. Hier sieht man jetzt so langsam die Ausmaß von Zugwelt, wie weit der Zug jetzt hier schon fährt. Finde ich sehr awesome. Ist aber bei RSO allgemein so, meine ich. Oder? Ja, die Ressourcen, die wir hier gerade abbauen, waren vor RSO auch schon da. Ja. Also mit RSO hat es jetzt gerade gar nichts zu tun. Ja gut, das stimmt jetzt allerdings, ja. Da muss ich dir jetzt mal recht geben. Hätte ich dir Beton auch mitbringen sollen? Gerne. Ja, aber scheiße. Wohin? Nö, dann fahre ich halt nochmal runter. Ich warte nur eben, bis die hier das Munition. Oh ne, okay, er fährt schon von alleine. Haben die Mauern gereicht überhaupt? Ich weiß gar nicht. Hm? Was hat gereicht? Ob die Mauern gereicht haben, die ich gerade in die Lagerkiste gepackt habe. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ja, ja, gut, okay, die Anzeige ist komisch. Weil sie Beton verdienen. Ja, die alles geht klar. Ja immer nur bis 601. Warum auch immer, ne? Verstehe ich persönlich auch nicht, aber halt vielleicht die. Ist es danach einfach zu rechenaufwendig, das könnte ich mir vorstellen. Achso, ja. So, wir nehmen das hier mit, wir nehmen das da mit. Das da und schon wieder voll, krass. Aber wir können noch ein bisschen mehr rausschmeißen, warte mal, das können wir noch rausschmeißen. Den Tank brauchen wir mit Sicherheit auch nicht mehr. Ah, wobei doch die Fließbänder. Ja, aber die hier brauchen wir nicht mehr. So, hast du genug rote Arme? Ja, das okay, auf jeden Fall. Dann schmeiße ich die auch raus, brauche ich nicht mehr. So, das hier brauchen wir nicht mehr. Den einen Holzmasten, warum auch immer. Nö, brauchen wir auch nicht mehr. Ich habe auch eine Rüstung im Inventar, komisch. Den Rest könnte man gebrauchen. Kommt auch weg. So. Dann können wir hier nochmal schön Beton mitnehmen. Ja, das ist ordentlich. Achso, mauerntechnisch hätte ich jetzt auch noch. Wie viele Mauern hat sie noch da? Ah, noch 600. Hast noch gar nicht alle verbaut. Aber ich sehe gerade, ich glaube, ich sollte. Wobei, nee, sind alle. 44 Drohnen haben nichts zu tun. Komisch. Oh, wir fahren schon weiter. Range. Oh, wir sind voll. Krass. Okay. Cool, unterwegs! On the way! Yay. Ich liebe es, wenn was funktioniert.
Vor allem liebe ich unsere extrem lange gerade Strecke, ne? Ich finde es saugeil. Ich finde es sau langweilig, aber da haben wir vorhin schon drüber geredet. Nee, haben wir nicht. Haben wir gar nicht. Du hast gesagt, du magst es nicht, wenn es so kurvig ist. Ich habe gesagt, ich mag das voll, wenn es kurvig ist. Ach so, ja, aber ich finde halt unsere Hauptstrecke, die vom unteren Kreisel hochgeht, einfach geil, weil die komplett eine Linie hochgeht. Okay. Und ich finde es sau cool. Und wenn man dann da, wo der Abknick ist, jetzt nach rechts über die Brücke, da kommt ja auch wieder ein Kreisel hin. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir da immer geradeaus hoch. Wir gehen die ganze Zeit nur geradeaus hoch. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Okay. Das finde ich halt geil, wenn du eine Strecke hast, wo du permanent geradeaus fahren kannst. Haben wir das dann schon mal gemacht? Im letzten Let's Play? Nee. Doch. Ja, aber nicht. Okay. Da war es aber nicht ganz so extrem, weil wir ja nicht die Zugwelt hatten und halt nicht so weit ausbauen konnten, weil die Ressourcen extrem nah beieinander waren. Ja. So, ich pack dir mal Beton. Da, zack, können sie sich gleich wieder austoben. Oh ja, ich hätte doch ein paar Drohnen mehr mitbringen sollen. Naja. Oh, das ist gar keine schlechte Idee, ja. Was denn? Ja, Drohnen. Ja, ich bin aber nicht mehr da. Also, doch, ich bin schon noch da. So. Du, Dossi, fährst du heute in die Stadt? Bringst du mir dann was mit? Genau. Zack. Zack. Und zack. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Tunnel haben wir gar nicht, deswegen. Backe ich statt mal von Hand hier hin. So, auch die Strommästen setze ich mal von Hand. Weiß ja nicht, was hier im System ist, weil ich könnte auch mal L drücken. Ja, wäre genug da gewesen. Aber ich glaube, wir brauchen hier auch noch. Oh, irgendwelche Türme sind im Kampf verwickelt. Wo denn? Keine Ahnung. Okay. Du brauchst, glaube ich, auch noch. Oh ja, du brauchst rote Greifer im System und sowas, ne? Nee, die zeigt nur an, aber ich meine, ich habe da genug drin, also. Dann sind sie nur zu langsam, alles klar. Ja. Ich glaube, dass das eher gerade das Problem ist. So. Ja, also. Ist auch verbunden. Ja, alles verbunden. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay. Ja gut, die haben gerade extrem viel zu tun, ne? Ja. Allein schon, weil der Beton da gerade rein ist, dann fahre ich nämlich doch nochmal runter. Da, mein Zug kommt nämlich eh gerade. Dann nenne ich doch diese Folge wunderbar, wir fahren mit dem Zug. Oder so ähnlich. Okay. Nee, das ist langweilig. Klingt auch scheiße. Ja. Auf der Schwäbische Eisenbahn. So, underway. Brauchst du sonst noch was? Beton und Wände. Schon wieder. Okay. Und Drohnen. Und Drohnen, ja, das ist klar. Und vielleicht noch ein paar Flammenwerfertürme. Das weiß ich jetzt aber noch nicht genau. Oh, praktisch. Ich wollte ja eh welche in den Zug hier packen. Ja. Dann. Praktisch. Weil dann fährt er. Genau, ich packe die jetzt erstmal manuell da rein. Dann schaltet sich nämlich auch der Bahnhof aus, wenn genug Zeug da oben ist. Kommt ja eh alles in die Lagerkiste. Details, Flammenwerferturm. Nehmen wir beide mit. Packen. Bringe ich mich, warte mal hier. Schaltbedingungen, nein, Fracht. Natürlich kein Oder. Ein Und. Der Zug darf ruhig 100 Flammenwerfertürme bringen. Gar kein Problem. Und Fracht. Nein, zu spät. Da fährt er wieder los. Schick mal wieder zurück. Du Sack. Und normale Türme packe ich auch mal rein. Und ein paar Tunnel kannst du vielleicht noch mitnehmen, ne? Jo, alles klar, alles klar. Ach, brauchst du auch schon noch welche, glaube ich. Ich brauche kein. Ja, doch, vielleicht brauche ich noch welche, ja. So, der wird definitiv nicht mehr losfahren. Tunnel, Quatsch, wollten Türme, so. Da werden auch nur 50 gebaut. Was ist denn hier los? Wir begrenzten das alles. Machen wir mal 200 Türme, können da ruhig gebaut werden.
Wie viel baut der hier? Ah, cool, die baut auch 100 Stück. Okay, alles klar. So, wir brauchen Mauern, haben wir gesagt. Da können wir auf jeden Fall alle mitnehmen. Dann nehmen wir hier alles mit. Hier alles mit. Und da alles mit. Ach so, die bauen ja auch noch massiv Wald ab hier. Ja. Dann erhöhen wir hier mal auf 3000. So. Der baut nicht, weil hier zu wenig drin ist. Alles klar, das ist okay. So, passt das alles? Ach, Tunnel wollte ich mitnehmen. Scheiße, ja. Dann packen wir hier mal zwei mehr rein. Nehmen noch zwei Tunnel mit. Machen das hier noch mit rein. So. Und noch ein paar Fließbänderchen. So, okay. Einmal. So, er fährt natürlich jetzt nicht los, weil 40 Türme fehlen. Die Turmproduktion ist arschlahm. Dann machen wir halt nur 50 Türme in den Zug. Oh, wieder angegriffen. Ah, ich würde doch gerne mal die Verteidigung sehen. Mann. Ach, da oben. Okay, putzig. Bestimmt wieder was vergessen. Egal, dann fahren wir halt nochmal runter. Genau, weil es so viel Spaß macht. Ja, mir, also mir macht's Spaß. So, jetzt können wir mal zugucken, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn's funktioniert. So, es werden jetzt Türme reingepackt. Wir haben eingestellt 50. So, zack, hört sofort auf. Ihr habt gesehen, auch die Bedingung ist jetzt raus. Jetzt darf er nur noch Mauern und MG-Türme reinsetzen. Jetzt packt er die MG-Türme raus. Und auch hier, zack, Bedingung weg. Jetzt verlangt er Türme, Mauern. Wir können auch gerade mal hier, weiß gar nicht, wie viele Mauern werden verlangt. Die hätte ich auch hier reinpacken können. Oh, und da fährt er wieder weg, der Arsch. Weil 30 Sekunden dann doch eine scheiß Regelung ist. Wir machen mal hier lieber ein bisschen mehr. So. Krass. Türme sind nicht mehr da, das heißt... Oh, der Bahnhof ist nicht aktiv. Ich glaube, wir haben uns jetzt hier verschalten. Ja, das war dumm. Weil wir hier falsch auslesen, haben wir jetzt hier ein Problem. Ihr seht unten, die Eingangssignale sind jeweils 50, 50, 3. Und hier lesen ja nur hier gleich 1. Stimmt, eigentlich müsst ihr hier... Hey, das ist aber komisch. Ach so, ja nee. Das passt schon. Das ist dämlich. Wir lesen die Kiste ja mit Rot aus. Brauchen wir das hier eigentlich nicht? Wir könnten doch die rote Verbindung dieser Kiste hier wegmachen. Brauchen wir nicht. So. Jetzt passt. Eingangssignal ist 1, Ausgangssignal ist auch 1. Bahnhof ist wieder an. Jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. Gut. Dann kommt der Zug auch irgendwann wieder. Das Problem ist nur, glaube ich, dass halt momentan natürlich keine Türme und so beladen werden. Ihr seht, Munition wird nachgeliefert, aber der Rest halt nicht. Deswegen schicke ich ihn jetzt auch wieder manuell gleich hoch. Das müssen wir halt noch fixen. Wir müssen da unten natürlich noch hier von hier was noch hier reinbringen. Wir müssen aber auch von... Ja, hier ist die Mauer. Wir brauchen unbedingt die Logistik. Wir brauchen die Forschung. Die Forschung braucht, glaube ich, aber gelbe... Ja. Gelb und lila brauchen wir, Lapo. Ja, ja, ich muss ja nur kurz Verteidigung fertig bauen, dann kann ich gelb und lila bauen. Ach, das Uran nimmst du auch gleich mit. Ja. Stimmt. Wie groß ist es? 227. Naja. Ah ja, besser als nichts. So, Mauern kommen, zack. Ja gut, Mauern kommen nicht. Doch, es ist ja genug drin. Ihr seht, Mauern werden ausgeladen.
Und ich glaube, ich lasse den Zug jetzt erstmal hier, falls wir nochmal zurückfahren wollen müssen. Denn ich glaube, hier werden die Mauern eh ständig gebraucht. Und dann packen wir hier nochmal Beton rein. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich muss nochmal runterfahren. Und? Genau, die Drohnen sind nämlich noch maßlos immer noch überfordert. Dann kann ich auch gleich nochmal ein paar Türme mitbringen und noch mehr Mauern holen und weiß der Geier was alles. Alles für den Lappo. Alles für den Club. Unser Leben dem Lappen. Für die Verteidigung, nicht für mich. Ja, okay. Für uns. Alles für die Nation 42. Ja. Hast du schon einen Witz rausgehauen? Ja. Ach, der Pinguin war in dieser Folge, ne? Die Eskimos. Ja. Die Eskimos. Oh Mann. Apropos Nation 42. Ah, ja. Verdammt. Ewig nimmer. Liebe Zuschauer, natürlich haben wir auch ein Forum. Unter forum.nation42.de könnt ihr euch im Forum aktiv einbinden, eure Ideen einbringen, Blaupausen runterladen, zum Beispiel Labos, Forschungsanlage, wie schon lange versprochen. Ich glaube, das ist jetzt wie lange da? Seit letzten Freitag oder so? Ja. Auf jeden Fall nicht nur das, sondern noch ganz viele andere tolle Sachen. Da gibt's Bahnhofs-Thread zum Beispiel. Nix. Ein Zug hat mich fast gekillt. Das ganze Forschungsdinger sind Quatsch hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Tutorials sind verlinkt, genau. Ja, natürlich. Auf jeden Fall ein Haufen tolles Zeug und man sollte das auf jeden Fall mal auschecken. Und man muss auch wenn ihr Ideen sagen, es auch wenn ich dich jetzt unterbreche. Nee, ich bin fertig, glaube ich. Ah, okay. nicht nur Factorio-Sachen habt ihr da, natürlich habt ihr auch andere Möglichkeiten, über andere Sachen zu diskutieren. Sei es jetzt irgendwelche Games oder sei es aber auch, Serien, Filme. Könnt ihr natürlich auch gerne diskutieren. Das Forum ist für jeden zur Verfügung. So, jetzt pass mal auf, wie es hier gleich abgeht. Zack, und die Drohnen hausen raus. Woo! Ja, gut. Achso, jetzt hätte ich natürlich auch Mauern und Beton und alles mitbringen können. Naja, oh Gott. Nein, jetzt fahre ich echt nicht mehr runter. Aber ich glaube, es wird Zeit, hier mehr Stein anzuschließen. Der Steinzug wird echt nicht... Die Drohnen haben es immer noch nicht geschafft, die Erzförderer hier zu setzen, oder? Aber wir haben keine Erzförderer im System und ich setze von Hand. Ich glaube, wir haben keine im System, ja. Ja, das glaube ich nämlich auch. Deswegen setze ich sie jetzt mal von Hand hier hin, so... Zack, 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 zack. Und hier mache ich es jetzt mit meinem eigenen System. So. Ah, nee, das ist unschön. Lieber so. So, wunderbar. Jetzt kommt auch hier ein bisschen mehr Stein. Das wird hier ganz sehr aufgeteilt, das Zeug. Somit kriegen wir das Fließband. Oh ja, hier. Hier ist jetzt quasi schon voll, ne? Krass. Da müssten wir eher das hier da anschließen. Und ja, genau, warte mal, dann machen wir das nämlich anders. Wir schließen das hier so an. So. Und das so. Und siehe da. Den bräuchten wir theoretisch gar nicht mehr. Aber, ach, ich lasse ihn einfach mal da. Hauptsache, das Zeug hier wird ein bisschen schneller gemacht. Ah, das kann ja gar nicht. Alter, krass, dass mir so keiner aufgefallen ist. Gibt bestimmt einen bösen Kommentar, das weiß ich jetzt schon. Da müssen wir natürlich Stein einstellen. Sonst funktioniert das System ja gar nicht. So, auch die Ärmchen müssen... Warum arbeiten die Ärmchen, wenn doch gar... Achso, kleiner 1. Ja, klar. In der Hinsicht, dadurch, dass kein Kupfer drin ist. So. Sind die Kisten voll? Krass. Okay. Die Kisten sind voll. Ja, dadurch...
Ja, klar. Jetzt sind natürlich die Kisten dermaßen voll. Also die hier. Deswegen ist die ausgeschalten. Und deswegen wird der Zug auch so langsam beladen. Kein Wunder, hat das hier nicht funktioniert. So. Oh, was ist... Lapo. Ja? Hast du dir eigentlich mal Gedanken drüber gemacht, was dein Fließband hier so anrichtet? Welches? Dein Munitionsfließband. Wie anrichtet? Naja, du hast gerade meinen Eisenerzbahnhof einfach ausgeschalten, weil wie soll ich da jetzt noch an die Waggons rankommen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Fällt mir gerade so auf. Also beladen ist hier nicht mehr. Ach so, du hast es außen dran. Warte. Ja, ja, klar. Klar. Aber ich sehe auch so eine schöne Schneise geschnitten. Ach so, ist es auch noch falsch rum? Ja, meine Rohre sind auch wirklich weiß. Ja. Wollte noch einfach da drüben hin. Wo da drüben? Irgendwo da drüben, keine Ahnung. Ja gut, ich könnte an dem Bahnhof sitzen. Ja. Ah gut, dann. Mach was so? Okay, cool. Ja. Ja, ist kein Problem. Dadurch, dass wir den Bahnhof ja eh lang genug gemacht haben, ja, ist das egal. Ich muss nur eben den Zug an Bau schicken. Aber das ist jetzt Bau 2, weil Bau 1 haben wir ja schon. So. So, Vorsicht, ein Zug fährt. Ja. Ich habe hier nämlich so, auch so eine wunderschöne Schneise in den Wald gehauen. Alles klar. Ist kein Problem, lass mal so. Okay, klasse. Danke. Super Sache. Ja. Oh, wir sehen sogar, dass der Versorgungsbahnhof ist jetzt ausgeschalten, weil alles da ist. Türme, Munition, Reparaturkits, Mauern und Öl. Ja. Alles da. Bis die Drohnen fertig sind, ne? Weil die Drohnen sind immer noch am Arbeiten und ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich schon alles da ist. Wenn wir da unten mal gucken, wie viele Mauern da unten noch fehlen. Also die Drohnen haben noch einiges zu tun, weil die Wege halt auch extrem lang sind. Aber theoretisch hast du schon alles gesetzt, oder? Also man muss jetzt nur noch die Drohnen füttern. Ja. Oh, sehr gut. Dann kannst du dich an die Forschung dran machen. Also bis aufs Band hier, das mache ich gerade auch noch fertig. Okay. Das Schöne an der Mauer ist natürlich auch, dass wir hier überall Licht haben. Ganz wichtig. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Verbrauchen wir kein Eisen oder warum kommen die Eisenzüge einfach nicht? Das ist echt erstaunlich. Oh krass, wir verbrauchen halt einfach nichts. Aber gut, klar, wenn man natürlich die ganze Zeit weg ist, nicht forscht oder sowas, dann werde ich jetzt schon mal runterfahren, weil ich glaube, hier oben bin ich erstmal fertig mit dem ganzen Kram. Ja. Jetzt ist nur kein Zug da. Brauchst du den Bauzug noch? Ich brauche nachher auch einen Zug, um runterzufahren. Wir brauchen unten. Aber du kannst mir den ja einfach wieder hochschicken. Genau, dann habe ich das Problem nämlich nicht, dass der im Weg ist. Richtig. Wir brauchen nämlich unten noch unbedingt irgendeinen Kack-Wartebahnhof für uns. So ein Passagierbahnhof. Den schicke ich mal an VS ab. So. VS ab. Und los geht's. Das Eisen haben wir jetzt noch nicht angeschlossen, weil es auch gerade nicht nötig ist. Also. Ja. Das machen wir später, wenn wir merken, dass wir so langsam in Eisenknappheit kommen, können wir den Bahnhof hier oben anschließen momentan, weil ihr seht selbst, die Züge fahren so gut wie gar nicht, weil der Verbrauch dementsprechend gerade gering ist. Wir forschen aber auch nichts und deswegen gucke ich mal eben, können wir denn was forschen ohne lila Fläschchen? Man könnte die Kampfroboter forschen. Oh nein, man könnte... Das ist auch eine schöne Forschung. Geht halt mal hier ein bisschen schneller alles. So, wir sind da. Das hauen wir raus. Und schicken den Zug wieder zu Lappo. So, ich sehe gerade die... Danke. Die Kodi-Abteilung hat Zahnradprobleme. Okay. Wir knüpfen natürlich von der Motorenfabrik hier ab. Von welcher? Lustigen... Achso, ja, von deiner. Nein, nicht deiner. Ja. Keine Sorge. Machen wir einfach ganz einfach. Wir splitten hier mal auf.
und setzen einfach hier nochmal zwei Zahnradfabriken hin. Halt. So. Und weil ich jetzt einfach... Das sieht cool aus. Zack und zack. Dann bringen wir nämlich das hier runter. So. Und bringen das hier einfach hier hoch. Und dadurch... Jetzt müssen wir nur kurz... scheiße. Nee, geht nicht. Falsche Seite vom Fließband. Müssen wir Fabrik 1 weiter nach hinten setzen. Alles gut. So. So und so. So. Wie gewollt. Einmal so und so. Perfekto. Dann haben wir nämlich hier das Eisen rein. Dann kommen hier ein paar Zahnräder mehr an. Dann könnte es vielleicht auch reichen. Wenn nicht, auch nicht weiter tragisch. Ich finde übrigens, das sieht... Guck, du musst mal hier runter gucken. Das sieht echt ulkig aus, wie hier das Zahnrad im Zickzack läuft. Ich muss kurz warten, bis es nicht mehr leckt. Oh, es leckt. Schon wieder? Back. Mal wieder? Ja. Ja, mal wieder. Was ist da heute los? Kann ich gar nicht verstehen. Oh, ich sehe, da oben ist eine besondere Person in dem Channel. Ich überlege gerade, ob ich ihn runterziehen soll. Ich weiß aber nicht, ob er sich mit dem anderen gerade unterhält. Da wir aber eh gleich einen Cut machen wollen. Oder was heißt, wir machen einfach. Wir machen einen Cut, dann kannst du eine rauchen gehen. Ich unterhalte mich mit dem Kerl da oben und vielleicht sehen wir uns gleich zu dritt. Bis gleich.